Wenige Tage nur noch dauert der Fasching 2018. Das heißt, sollten Sie es bis jetzt nicht können, schon langsam wird es Zeit, tanzen zu lernen. Und wir haben wieder einen absoluten Profi bei uns, Christoph Sandner. Herzlich willkommen, Dancing Star seines Zeichens und leidgeprüft. Der Mann versucht schon die ganze Woche, dem Jan und mir Tanzen beizubringen, gemeinsam mit seiner Schwester, der Maria. Heute haben wir einen Tanz, den kann man wirklich in wenigen Minuten lernen. Hast du versprochen. Definitiv. Es ist der Disco Fox. Ja. Ein sehr beliebter Tanz, weil man zu fast jeder Musik tanzen kann. Wurscht, ob Klassiker, ob moderne Musik, ob Schlager. Disco Fox geht immer. Disco Fox geht immer. Wer kann Disco Fox tanzen von Ihnen? Na, dann wird es Zeit, dass wir es üben. Wie würde denn der erste Grundschritt funktionieren? Ja, grundsätzlich ist es so, wir starten einmal mit einer etwas einfacheren Version. Ja, das heißt, wir gehen mit dem linken Fuß zur Seite. Das heißt, wir haben Side. Side und machen nur einen Tap, das heißt, der Schritt ist ohne Gewichtsbelastung. Und dann haben wir wieder Side, Side, Tap. Side, Side, Tap. Genau, das war's für den Herrn. Das ist relativ easy. Easy, in die andere Richtung geht's für die Dame. Die Dame startet rechts los. Wir haben Side, Side, Tap, Side, Side, Tap, Side, Side. Perfekt. Das heißt, das ist jetzt sozusagen die Einsteigerversion. Was wäre denn die Profi-Version? Es geht auch ein bisschen fortgeschrittener, dann hat man statt dem Tap, das ist natürlich eine kleine Pause, ein Rück drauf. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller, wirkt aber natürlich auch gleich einmal drum fetziger. Bitteschön, fetzlos. Das heißt, das wäre Side, Side und wir gehen dann nicht in den Tap, sondern Rück drauf. Side, Side, Rück drauf, kann man in alle Himmelsrichtungen drehen und dann ist man da in einer lässigen Bewegung drinnen. Probieren wir das einfach einmal aus. Wir probieren das. Und Side, Side, Rück drauf. Side, Side, Rück drauf. Side. Side, Rück drauf. Side, side. Perfekt. Woo! Side, side, Rück drauf. Perfekt. Jetzt haben wir ein Problem. Ich höre die Musik. Ja, applaudieren ist das eine, mitmachen ist das andere, meine Damen und Herren. Ich höre die Musik und ich bin mir so sicher wie nur was, dass du als Dancing Star im Takt führst. Ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, wir sind neben dem Takt. Woran liegt denn das? Das ist das Spannende am Disco Fox. Im Endeffekt, die Musik ist ein Viervierteltakt und wir tanzen drei Viertel drauf. Ja, dem einen oder anderen Musiker dreht es da förmlich den Morgen um. Ja, aber ich kann immer sagen, ich habe den Disco Fox nicht erfunden. Das war schon immer so, das ist Disco Fox. Das ist Disco Fox. Also probieren wir es noch einmal. Bitte schön mitmachen, Enz. Wir gehen es schon wieder an. Maria, du machst das fantastisch. Es ist mir eine Freude, die ganze Woche mit dir zu tanzen. Beruht auf Gegenseitigkeit. Perfekt. Wunderbar ist das. Für den Fall, dass man jetzt auch vom Disco Fox überfordert ist, gibt es ein paar Tipps, wie man auf der Tanzfläche trotzdem überleben kann? Wie schaut man denn vielleicht noch besser aus, als man selber tanzen kann? Ja, grundsätzlich, wenn man auf der Tanzfläche freundlich reinschaut, gibt man zumindest schon mal das Gefühl nach außen, dass man weiß, was man tut. Ja, das heißt grundsätzlich positive Ausstrahlung. Dann kann schon nichts schief gehen. Also die Verzweiflung, die sich innen abspielt, möglicherweise nicht... Nur nicht sichtbar machen, ja. ...nicht herzeigen nach Möglichkeit. Und damit schauen wir jetzt auch schon weiter in Richtung Hitpanorama. Wir gehen nämlich baden. El Baño, das Bad, so heißt das Hitpanorama heute. Es kommt von Julio Iglesias, nein, vom Sohnemann, vom Enrique.